Nicht, dass ich nicht völlig beleuchtungslos bin für all die, die da nicht jemand sehen würden, gehe ich davon aus, dass ich nicht die Welt retten werde. Ich werde auch nicht die Menschheit retten. Ich werde nicht ewig leben. Ich werde mich nicht selbst erkennen. Ich werde nicht besser werden. Ich werde mich nicht ändern. Ich werde nichts aufhalten. Ich werde nichts tun, damit ich in Erinnerung bleibe. Ich, das ist ein Wort. Es wird als Personalpronomen für die erste Person verwendet. Wenn du mal auf den Trichter kommst und hinschaust, wo ist dieses Ich? Was ist dieses Ich? Was wirst du dann finden? Du findest vielleicht was anderes wie ich, weil ich habe nichts gefunden. Und nichts ist immer noch zu viel, weil ich habe nicht mal nichts gefunden. Das Ich ist für mich so wie ein Film, den ich mir anschaue. Angenommen, ich schaue mir einen Film an, keine Ahnung, Dr. Pretty Woman und die 13 Zwerghamster. Und solange ich den Film schaue und mich intensiv damit beschäftige und richtig zuschaue, scheint der Film für mich existent zu sein. Dann gibt es mich. Dann bin ich da als ich. Und auch der Film mit den 13 Zwergkaninchen und Dr. Pretty Woman sind für einen Moment existent. Nur dann, wenn der Film aus ist und sich die Aufmerksamkeit auf was anderes richtet, vielleicht noch ein Glimps von einer Erinnerung da, dann gibt es den Film nicht mehr. Er war nur in dem Moment, in dem er für wahrgenommen wurde, wahr. Solange es einen Zeuge und einen Beschreiber gibt, der diesen Film als wahr beschreiben konnte. Wahre wahr! Also, in mir der Zeuge, der mich selbst bezeugt in meinem kleinen Film, lässt mich für einen Moment in dieser Unendlichkeit existent, als existent erscheinen. Und doch ist da sowas wie kein Gefühl, ein Nichtgefühl, eine Überzeugung, dass ich das bin, was vor der Existenz ist. Also vor der Erfahrung von Existenz und Nicht-Existenz. Und das kann nicht in den Ich-Film hineingebracht werden, obwohl das Ich ja immer gerne erleuchtet werden will und die totale Erkenntnis haben mag und verstehen will. Und so weiter. Ich habe mir auch schon mal die Frage gestellt, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich? Und diese Scheißfrage hat keine Antwort gebracht. Das ist auch gut so. Jetzt will ich gar nicht mehr wissen, wer ich bin, weil ich weiß ja, wer ich bin, angeblich, durch das Wissen, das ich angesammelt habe über die Jahre. Ich weiß, was für Bücher ich gelesen habe, welche Fahrräder ich auch vom Müll mitgenommen habe. Nur, was bringt mir das, zu wissen, wer ich bin? Es ist eher ein Laster, der seine Anhänger hinter sich hat, und die Anhänger sind vollgepackt mit der persönlichen Erinnerung, und da schleppt er sich ab, muss immer wieder tanken, damit er sich
durchs Leben ziehen kann. Ja, ich kann mir selbst nicht helfen, weil ich bin ja nicht getrennt von mir selbst und hätte dann eine übergeordnete Stellung, von der aus ich dem kleinen Ich, das drunter leidet, dass es sich begrenzt und unwissend, als arrogant und ignorant und selbstsüchtig erfährt, dass ich dann aus dieser übergeordneten Position mir dann Hilfe leisten könnte und mich nicht mir das Leiden nehmen, dann gäbe es mich ja gar nicht mehr als Leidenden. Dann wäre diese Position des kleinen Wichtigtuers auf einmal weg. Und vielleicht ist dir gar nicht so schlecht, klein, leidvoll, unwichtig, selbstsüchtig, gierig, verwirrt zu sein, ist doch auch was. Sonst wäre ja gar nichts da. Nur groß und erleuchtet, alles seiend, keine Reibung, kein Widerstand, kein Gefühl von Trennung mehr. Kein Leiden. Gibt's mich dann überhaupt noch? Nein, finde es selber raus. Nein, ich will es nicht herausfinden. Ich will leiden. Zu einem gewissen Maße. Und ich will mich freuen. Auch zu einem gewissen Maße. Und oftmals bin ich dann des Willens satt, weil es mich so ankotzt, immer was zu wollen und vor allem immer was anderes zu wollen, als was gerade da ist. Dann scheiße ich auf diesen Willen, aber ich treffe ihn nicht, weil der Wille ist nichts, auf das geschissen werden kann. Und als Gärtner weiß ich ja, Scheiße brauchst du nur in die Erde zu legen, ein bisschen Erde drüber zu tun. Und schon verwandelt sie sich in Humus, wo wieder neue Pflänzchen rauswachsen. Ja, also, Brennan, die Sonne ist heiß heuer in diesem Sommer. Oh, ist das abgefahren. Und ich muss weder mich verstehen noch irgendwas anderes. Verstehen ist eh so ein seltsames Wort. Es gibt nichts zu verstehen. Nicht, dass hin und wieder mal Verstehen stattfindet von dem einem oder anderen Ereignis. Aber es gibt nichts zu verstehen in Bezug auf mich selbst, das Universum und den Rest. Das ist nicht da zum Verstehen. Ich bin nicht da, um verstanden zu werden. Verstanden. Da steht dann wieder einer dumm rum und sagt, ich habe das erkannt und bin wieder in einer Trennung, wo ich der Tolle bin, der das erkannt hat. Also, es gibt nichts zu verstehen. Es gibt nichts zu verstehen. Vor allem gibt es keinen, der was verstehen kann. Aber wenn ich jetzt die Erfahrung habe, dass ich verstanden habe, dass wenn ich draußen da jemanden dafür verantwortlich mache, dass ich mich hier drinnen in meinem Körper scheiße fühle, dann habe ich doch was verstanden. Ja, sehr gut. Hast du was verstanden? Mach ruhig weiter damit.
Aber es gibt trotzdem nichts zu verstehen. Aber ich will ja verstehen, weil verstehen, das ist so ein Prozess in der Zeit. Es findet immer morgen, später statt oder in der Vergangenheit. Entweder habe ich verstanden. Ja, aber jetzt gibt's nichts zu verstehen. Ja, aber ich will doch lieber im Nicht-Jetzt verweilen, wo ich mich kümmern kann um meine Probleme und wo ich wollen kann, etwas anderes zu sein, wo ich wollen kann, mir vorstellen kann, dass ich irgendwann mal so glücklich bin, dass ich mich irgendwann mal so liebe, dass ich wert bin, erleuchtet zu sein. Ja, das darfst du alles, das passiert ganz automatisch. Du musst nicht mehr was dazu tun. Das ist nur ein Programm der Vorfahren, der weisen Männer der Welt, die gesagt haben, so etwas würde es geben wie Erleuchtung. Aber vielleicht haben sie es auch nicht gesagt. So denn, werfe alle Krücken hinfort, denn du kannst gehen und ersetze die Krücken nicht durch extravagante Krücken oder gar durch elektronisch gesteuerte Krücken. Du kannst gehen und wenn du hinfällst, stehst du auf und gehst weiter. Und was ist mit denen, die in die Rollstuhl sitzen? Ja, die rollen weiter. Und mit denen, die im Krankenhaus im Bett liegen und nicht aufstehen können? Ja, die liegen weiter. Solange sie liegen. Ich sitze hier, solange ich sitze. Es gibt nichts zu verstehen. Jetzt! Es gibt jetzt nichts zu verstehen. Vor allem muss keiner das jetzt verstehen. Das ewige, verfickte Jetzt, das es nicht gibt. Weil wenn es ein Jetzt gibt, dann gibt es ja schon wieder eine beschissene Vergangenheit und eine bescheuerte Zukunft. Oder das Gegenteil davon. Also gibt es jetzt auch kein Jetzt. Somit gibt es auch kein Nicht-Jetzt. Echt? Nein. Doch, nein. Ja, ich will mir selbst gar nicht helfen. Ich will nur mit mir sprechen, weil ich so selbstsüchtig bin. Und in diesem Gespräch kommt es mir so vor, es ist wie eine Droge, die diese Sucht einen Moment befriedigt. Doch sie kehrt wieder. Ich bin ein absoluter Abhängiger von dem, was das Selbst ist. Das Selbst, das keiner finden kann. Und nie, was nie gefunden wird. So sage ich, alles, was sich definieren kann, scheint einen Anfang und ein Ende zu haben, ist gedanklicher Natur und nur oberflächlich ein Produkt des nicht vorhandenen Geistes. Und das, was sich nicht definieren lässt, was vor der Definition ist, vor dem Definierer, kennt kein Kommen und Gehen, kümmert sich nicht darum, ob ich es erkenne oder danach strebe oder danach süchtig bin. Oh mein Gott, wieso fühle ich mich nur getrennt von dir? Ich sage es dir, weil das die Verwirklichung Gottes ist, in der Gott sich von sich selbst in gedanklicher Form durch die Erschaffung des Wissens über sich selbst von sich selbst getrennt, als getrennt erfahren kann. Er hat vom Baum der Erkenntnis genascht und wollte wissen, wer er ist, und schon gab es ihn zweimal. Aber davor ja schon auch. Also als er schon, weil er wach wurde und Gewahrsein da war und er das Licht seiner selbst wahrgenommen hat und er Selbstbewusstsein erlangt hatte, war er schon am Arsch.
und wurde von sich selbst gefickt. Aber nur, aber so, nur in dem Moment, in dem es ihn zweimal gab, weil wie er nicht zwei war, wo es kein ihn, kein sie, kein es, kein er gab, wo es das nicht gibt, im Undefinierten, kann Gott sich auch nicht selber befruchten. Nicht selbst durchdringen, sich nicht selbst vermehren. Aber er kann es auch nicht verhindern, dass er sich getrennt fühlt. Und diese unendliche Selbstvermehrung von Einzelteilen in sich selbst für einen unausweichlich schrecklichen oder schönen Traum hält. Ja, er wird nie angefangen haben, er wird nie aufhören. Es hat nie angefangen, es hört nicht auf. Es fängt nicht an, es hört nicht.